nicht lange und ich entdecke die Heinkel einige Kilometer vor uns in gleicher Höhe, genau auf Gegenkurs. Ein Rendezvous, wie es perfekter nicht ablaufen könnte. Ich hab ihn, melde ich den anderen. Position 12 Uhr, 5 Kilometer, gleiche Höhe. Dort, wo die Eisenbahnbrücke über die Mosel führt. Indianer, alarmiere ich die Staffel. Indianer 12 Uhr, Hanni 6500, 10 oder mehr. Die winzigen schwarzen Punkte in der Heikel zu entdecken und die Warnungen auszurufen bis 1. Sie scheinen sich gar nicht zu bewegen, aber sie hängen dort im Abendrot in Dreiergruppen. Und ich weiß, dass wir in wenigen Augenblicken unser erstes Treffen mit feindlichen Jägern auszufechten haben werden, die geradewegs auf uns zusteuern. Ich sehe die bulligen, graugrünen Rümpfe mit den Kokarden und weiß, dass es französische Curtis sind, die unseren Aufklärer hier ins Blech holen. Ich sehe Lothar Ehrlich auf den Führer der Franzosen abstoßen, drücke meinen Messerschmitt selber in einer Steilkurve auf die gegnerische Formation runter und sitze im Nu hinter einem der beiden Flügelmänner des Führers. Jetzt! Feuerstoß, ich lasse die Knüppel wieder nach, sehe den Gegner brennen. Und in diesem Augenblick hagern Treffer in meine eigene Maschine. Rast mein Herz wie wild und der Schweiß strömt mir übers Gesicht. Ist das Flugzeug überhaupt flugfähig? Ein rascher Blick über die Instrumente, die Tragflächen und den Rumpf, soweit man ihn sehen kann. Die Messerschmitt verliert offenbar weder Kühlmittel noch Öl oder Treibstoff. Nach weit über anderthalb Stunden Flugzeit lande ich um 6:45 in Mannheim, lasse auftanken und kehre mit dem letzten Abendlicht um 20:27 Uhr nach Rippesheim zurück.